Herzlichen guten Abend, herzlich willkommen, das ist aber Wittold. Ich bin Corona-compliant, hoffe ich, hoffe den BR-Maßstäben zu genügen. Ich freue mich sehr, ganz gelassen in diese neue Spielzeit mit Ihnen zu starten. Welche Reihe könnte besser den Reigen der vielen Veranstaltungen eröffnen, die wir für Sie vorbereitet haben? Sie haben hoffentlich alle ein Programm auf den Tischen, das auch in den nächsten Wochen nochmal aktualisiert, erweitert werden wird. Ganz viele tolle Menschen sprechen gerne zu Ihnen hier. Ich bin Philipp Hoffmann, mein Name ist Stefan Meyer, ich bin der Gastgeber und Wirt des Café Lüppert. Ich freue mich sehr auf diese, ja inzwischen, glaube ich, kann man durchaus sagen, lange, wunderbare gemeinsame Tradition dieser Reihe. Salon zur gelassenen Lebensführung, ganz bewusst nicht Mindfulness oder sonstige Modebegriffe, nicht mal Achtsamkeit haben wir uns gegönnt, sondern wir reden ganz klassisch über Gelassenheit. Und zu meiner ganz rechten Seite, ich fange heute ganz gendergerecht mit dem Mann an, sitzt Dr. Nikolaus Birkel, der mit Anselm Birkel die Akademie der Muse gegründet hat und erfolgreich betreibt, auch zu Corona-Zeiten wunderbare Veranstaltungen macht. Und ich schiebe gleich vorweg, Sie vermissen vielleicht jemanden. Ja, ich höre es. Wir haben leider einen Krankheitsfall, Anselm Birkel liegt da nieder. Und ihm geht es nicht gut, er hat kein Corona, das wissen wir inzwischen, das ist das Allerwichtigste, aber er hat es einfach nicht gepackt, auf allen Vieren herzukommen. Und deswegen spreche ich gleich über den Gast zu meiner Rechten, zu der linken Seite. Der Jean Dubner ersetzt ihn, ist ganz kurzfristig eingesprungen, heute Mittag erst, und insofern gleich am Anfang ein kleiner Sonderapplaus für diese Spontanität. Jean Dubner kennen Sie sicherlich aus Funk und Fernsehen, ist omnipräsent in allen Medien, ist Physikerin von der Ausbildung her und hat beim SZ lange Jahre im Politikbereich geschrieben, unter anderem, und ist dann zu BR gewechselt, ist jetzt verantwortlich zuständig für Wissen und Bildung für den Bereich, für den sehr großen trimedialen Bereich, und schreibt wunderbare Bücher, und ich darf nicht alle aufsagen, hat sie mir verboten, obwohl es mir eigentlich ein Herzensanliegen wäre. Ich darf nur eins erwähnen, das Glück liegt neben dem Großhirn, das sie zusammen mit Professor Dr. Peter Falkey geschrieben hat, dem Nachfolger von großen Alzheimer in der Nussbaumstraße, dem der großen Koryphäe der Psychiater und Neurowissenschaftler. Genau. Und ein sehr lebenswertes Buch, das wir hier auch schon vorgestellt haben. Ja, Jean, nochmal danke auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns da aushilfst. In der Mitte sitzt, wie es anders nicht zu erwarten wäre, Christiane Wade. Die wiederum darf aber in aller Breite und Tiefe Dr. Nikolaus Birkel vorstellen. Ihm übergebe ich jetzt das Corona. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Applaus für Jean Dubner und uns beide. Auch von mir nochmal wirklich herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft. Das waren Stunden, in denen auch wir deutliche Probleme mit Gelassenheit haben. Das darf ich Ihnen sagen, aber es hat gut geendet. Vielleicht, bevor ich Dr. Christiane Rabe vorstelle, ganz kurz ein Satz zu dieser Veranstaltung und zur Akademie der Muse. Wir sind eine 2010 gegründete Akademie von Anselm Birkel und mir geführt, und wir befassen uns mit der Frage,
wie bringen wir in unsere Gesellschaft und in vor allem auch die Kreise der Wirtschaft mehr Entschleunigung in der heutigen Zeit? Wie können wir Menschen, die in Führungspositionen sind, helfen, zu mehr Gelassenheit zu kommen? Und eine ganz wesentliche Brücke dafür hat dann Herr Dr. Mayer uns gebaut, indem er uns verpflichtet hat, dreimal im Jahr hier zu kommen und einen Diskurs für gelassene Lebensführung zu gestalten. Unser heutiger Gast ist Christiane Rabe. Liebe Christiane, herzlich willkommen. Sie ist seit 2007 Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München in der Blutenburg. Das ist eine Institution des Bundes, an der auch der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München beteiligt sind, eine Stiftung. Und du wirst vielleicht dann selbst zur IOB, zu dieser Internationalen Jugendbibliothek, noch etwas sagen. Christiane Rabe hat viele internationale Projekte, das Wild Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur hat sie gegründet. Sie hat zahlreiche Ausstellungen, darunter eine große Ausstellung kuratiert zur internationalen Märchenillustration. 2014 wurde Christiane Rabe mit der Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa ausgezeichnet. Sie ist im Vorstand der Stiftung Internationale Jugendbibliothek, der Binet-Schroeder-Stiftung zur kulturellen Förderung internationaler Kinderbuchillustration und Vorstandsvorsitzende der Alice-Couch-Stiftung. Mitglied im Kuratorium der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft der Freunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und im Beirat der Buchwissenschaft an der LMU München. Ich glaube, ich hätte da noch ein paar Dinge, aber ich glaube, wir haben alle begriffen, dass wir hier einen Gast haben, den wir wegen ihrer hohen Kompetenz und, wenn ich das sagen darf, liebe Christiane, auch wegen ihrer liebenswürdigen Art gerne eingeladen haben. Meine Damen und Herren, wie alle Veranstaltungen der Akademie der Muse, auch wenn sie aushäusig bei dem Café Luitpold stattfinden, beginnen wir auch diesen Abend wie immer mit einem Moment der Stille. Ich darf Sie bitten, einfach einen kurzen Moment völlig still zu sein und vielleicht die Gedanken schweifen zu lassen oder auch das einzustellen.
Lassen Sie mich beginnen mit einem Zitat von Paul Assar, das hier bekannt sein dürfte. Kinderbücher halten das Gefühl für das eigene Volk lebendig, aber sie halten auch das Gefühl für die ganze Menschheit lebendig. Sie beschreiben das Heimatland mit Liebe, aber sie beschreiben auch die fernen Länder, wo unsere unbekannten Brüder wohnen. Sie bringen das Wesen des eigenen Volkes zum Ausdruck, aber jedes von ihnen ist ein Bote, der Berge und Flüsse, ja sogar Meere überwindet und hingeht ans andere Ende der Welt, um dort Freundschaften zu werden. Jedes Land gibt und jedes Land empfängt. Unzählbar sind die getauschten Werte. Und so entsteht im Alter, wo wir unsere ersten Eindrücke haben, die Weltrepublik der Kinder. Ich hoffe, man hört mich ja. Also erstmal herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Und das ist wirklich ein überraschendes Zitat. Wir haben es nicht abgesprochen. Überraschend insofern, man muss wissen, es ist etwa 1935 erschienen und hat ganz bestimmte Vorstellungen von Kinderliteratur, die auch in die Gründung der Internationalen Jugendbibliothek eingegangen ist, die ich leite, die allerdings aus mancherlei Hinsicht heute ein bisschen problematisch ist. Nämlich hier wird eine Literatur verbunden mit so etwas wie Nation, einer nationalen Kultur, was man heute etwas problematisch sieht. Nichtsdestotrotz ist hier eine Vorstellung formuliert, dass Kinderbücher die Kinder der Welt zusammenbringen können und so etwas wie eine Weltfriedensgemeinschaft der Kinder entsteht. Und dieses Zitat hat nach 1945 in Deutschland bei vielen, die hofften, eine bessere, eine friedlichere, eine auch weltoffene, freie Welt aufzubauen nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Also diese Vorstellung, dass es Kinder sein müssten, die diese neue Welt bauen, dafür war dieser Gedanke von Assad sehr, sehr wichtig. Und Jena Lettmann, die Gründerin der Internationalen Bibliothek, hat es eben aufgenommen. Aber wie gesagt, diese nationale Zuschreibung, da müsste man drüber reden. Ja, vielen Dank. Ich habe es deswegen ausgewählt, weil ich trotz der nationalen Zuschreibung diese Brücke sehr schön fand. Und diese Brücke in die Welt, und es ist ja aus einem Vorwort, ist ja ein Vorwort oder ein Vorspann eines in den nächsten Tagen als Neuauflage erscheinenden Buchs, die Kinderbuchbrücke über das Leben von Jella Lettmann. Genau, und das ist, erscheint in den nächsten Tagen Kunstmann Verlag. Vielleicht muss man doch ganz kurz ein paar Worte zur Internationalen Jugendbibliothek sagen. Und weil das wirklich ein ganz besonderes Projekt ist. Für alle, die sie nicht kennen, ist 1949 in der Korbachstraße unmittelbar neben der Bayerischen Staatsbibliothek in einer Gartenvilla gegründet worden. Gründerin war eine jüdische deutsche Journalistin aus Stuttgart, Jella Lettmann ihr Name, eine emanzipierte Person war, die in den 20er Jahren schon als Journalistin, als erste weibliche Redakteurin für das Stuttgarter Tagblatt gearbeitet hat. Dann erlebte ihr Sohn 1933, der Elfjährige vom Stürmer in gewisser Art und Weise diffamiert wurde und floh dann mit ihren Kindern 1936 über Italien nach London. In London ist es ihr gelungen, mit Hilfe von
Vereinen, politischen exilanten Netzwerken wieder Fuß zu fassen. Sie musste sich durchschlagen, sie war eine alleinerziehende Mutter, hat dann für die BBC gearbeitet, hat vorübergehend am Arthur Schnitzler Teilnachlass, der in Cambridge war, gearbeitet und ist wahrscheinlich, wir wissen das nicht ganz genau, 1943 vom amerikanischen Geheimdienst beauftragt worden, schon damals Überlegungen anzustellen, wie man im Falle eines Sieges über Deutschland dieses Land aufbaut. Sie hat dann ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben, Women in Nazi Germany, was mehrfach in England aufgelegt wurde und das erste Mal die Rolle der Frauen beim Aufstieg des Regimes beschreibt. Also ist heute lebenswert, aber nie übersetzt ins Deutsche. 1945 haben dann die Amerikaner sie gebeten, nach Deutschland zu kommen und ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Land wieder aufbaut und sich auf Frauen und Kinder zu konzentrieren. Und sie hat dann sehr schnell eine Vision gehabt, dass die Kinder nicht nur Lebensmittel brauchen, sondern Bücher. Und zwar Bücher aus aller Welt. Und diese Bücher sollten eigentlich so etwas wie Fenster in die Welt öffnen, sollten die Kinder, den Kindern, die wirklich keine Bücher hatten, die waren natürlich bei ihnen ganz bestimmte Literatur im Dritten Reich publiziert wurde, aber B, weil auch unglaublich viel zerstört war, verbrannt war, in den Trümmern nicht mehr verbrannt war. Sie gesagt, diese Kinder brauchen Bücher, damit wir eine neue, bessere Welt brauchen. Die Bücher waren für sie so etwas wie Friedensboten. Und sie hat dann 1945 Verlage weltweit angeschrieben und gebeten, dass man Kinderbücher schenkt. Und hat die erste internationale Ausstellung der Nachkriegszeit im Haus der Kunst gezeigt, das ist das Jugendbuch. Diese Ausstellung war enorm erfolgreich und reiste dann über Stuttgart und Frankfurt nach Berlin und Hamburg. Und die Bücher waren da, es waren 4000, die sie zusammengetragen hatten, aus 15 Ländern. Und da kam die Idee auf, diese Bücher in eine Bibliothek einzubringen. Und dann dauerte es relativ lange. Sie fuhr durch Amerika beispielsweise und bekam Unterstützung von Eleanor Roosevelt, die die Amerikaner aufrief, bitte schenkt Bücher den Kindern in Deutschland. Wenn wir Frieden haben wollen, dann müsst ihr diese Kinder unterstützen. Und das war erfolgreich. Die Amerikaner haben sie unterstützt. Und es gelang ihr dann tatsächlich 1949, Lisa Kolber Straße Villa, die erste internationale Kinder- und Jugendbibliothek weltweit zu gründen. Und das Besondere an dieser Bibliothek war, dass sie ein komplett neues Konzept hatte. Vision oder Vorbild waren die Public Libraries, und dort waren nicht die Bücher, sondern die Kinder standen im Mittelpunkt der Arbeit. Es ist ein ganz großer Respekt vor den Kindern, vor der Jugend auch, also ein Bild von Kindheit und Jugend, da könnten wir heute viel von lernen. Und eine Hoffnung, dass diese Generation eine neue Welt aufbaut, eine bessere Welt aufbaut und im Grunde genommen die Eltern, die schuldig waren, die wirklich versagt haben, dass man mit denen nicht nur arbeitete, sondern mit der neuen Generation. Das war die Idee und das ist natürlich heute brandaktuell. Ja, vielen Dank. Und erstmal bitte ich um Entschuldigung, dass ich hier sitze und nicht an den Bildgrill, den Sie erwartet haben. Ich habe trotzdem gerne zugesagt, weil ich gar kein gelassener Mensch bin. Und ich dachte, da kann ich was lernen. Darüber werden wir natürlich auch reden, inwieweit Literatur, insbesondere natürlich Kinderliteratur, uns auch gewissermaßen helfen kann, unser Leben anders, gelassener zu gestalten. Ist das denn so? Sind denn Menschen, die mehr lesen oder die viel lesen, sind das die gelasseneren Menschen? Muss man, geht das vielleicht doch irgendwo mal den Mann? Das ist keine einfache Frage. Ich kann sie auch wirklich nicht beantworten, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, über das Thema Kinderliteratur, Jugendliteratur und Gelassenheit. Für mich wahrscheinlich ist Gelassenheit schon schwer zu definieren, aber für mich ist Gelassenheit halt sehr viel mit Souveränität, aber auch mit Lebenserfahrung zu tun. Dass man in Situationen gelassen wird, die man erlebt hat, in denen man vielleicht auch wirklich nicht gelassen ist. Ich war in meinem Leben auch oft gar nicht gelassen, habe da aber jetzt in den letzten 15 Jahren einiges gelernt.
Ich glaube, dass das an sich ja auch eine gewisse Abgeklärtheit braucht. Und Kinder, gelassene Kinder, die wären mir unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Weil Kinder sollen eigentlich gar nicht gelassen sein. Kinderliteratur soll nicht zur Gelassenheit erziehen, sondern eigentlich das Gegenteil. Dass Kinder rebellisch werden, dass Kinder Dinge hinterfragen. Bei Jugendliteratur ist es dann noch schwieriger. Jugend ist ein schwierige, nicht eine schwierige, das ist vollkommen falsch, eine wirklich intensive, eine ja auch sehr spannende Lebensphase. Man ist rausgeschmissen aus der Welt der Kindheit und ist aber noch nicht angekommen in der Welt des Erwachsenseins. Es ist eine Zeit der Suche, der Unsicherheit, der neuen Freundschaften, der ersten Lieben, also wirklich eine Zeit der Umbrüche. Und in dieser Zeit jetzt Gelassenheit zu fordern, wäre für uns Eltern zwar vielleicht ganz schön, wenn wir mit Jugendlichen zu tun haben, aber es ist wichtig, dass diese Jugendlichen auch eine gewisse Radikalität haben, weil im Laufe, das haben wir alle erlebt, je älter man wird, desto gelassener wird man und desto ja, liberaler wird man auch in seiner Position. Also insofern glaube ich, dass Kinderliteratur parteiisch sein muss, subversiv sein muss und eigentlich in dem Sinne erzieherisch hin zur Gelassenheit nicht geht. Aber vielleicht ein Gedanke da noch, der mir kam, gibt es eine gelassene Kinderliteratur? Kinderliteratur. Und da kam mir sehr spontan Pippi Langstrumpf in den Kopf. Für mich ist Pippi Langstrumpf derart autonom, wie wir fanden, derart außerhalb gesellschaftlicher Regeln sich bewegen. Eigentlich ist sie eine, die für mich doch, wenn man Kinder und Gelassenheit zusammenbringen möchte, wäre das für mich Pippi Langstrumpf. Ja, schöne Figur, wobei natürlich Pippi Langstrumpf auch dieses Rebellische hat, aber das haben sie ja auch eingefordert für die Kinder und Jugendlichen. Jetzt, wenn ich mal denke, meine Generation hat ja wirklich quasi jeder Pippi Langstrumpf gelesen. Meine Kinder da, die Älteren vielleicht auch noch, die Jüngeren können gar nicht mehr so viel mit diesen klassischen Kinderfiguren, insbesondere mit Pippi Langstrumpf, anfangen. Ist das auch ein bisschen eine Frage der Generationen? Was beobachten Sie da? Ist da, bröckelt da was weg? Eigentlich nicht. Also eigentlich laufen Kinderbuchklassiker nach wie vor. Auch jemand wie Erich Kästner, der ja noch weitaus älter ältere Kinderbücher geschrieben haben, der Verlag lebt von Erich Kästner, von Emil und die Detektive. Das sind ja auch Modelle von Geschichten, die immer wieder bis heute nachgeschrieben werden. Bei Pippi Langstrumpf ist es so, dass die durch öffentliche Diskussion natürlich auch immer wieder unter Beschuss gekommen ist. Das ist schon in den 50er Jahren so. Damals war Pippi Langstrumpf einfach für die Erwachsenenpädagogen absolut eine anarchische Position. Das ging nicht, Figur, das wollte man den Kindern nicht in die Hand geben. Heute wird, habe ich auch kürzlich gelesen, hat mich wirklich amüsiert. Ich glaube, der NZZ hieß es, eigentlich ist Pippi Langstrumpf wie Trump. Ja, oh Gott. Man würde sich alles nehmen, wozu sie Lust hätten. Und sie, das gute Herz haben die dann vergessen, oder? Das gute Herz haben die vergessen. Natürlich, der Vater, der wurde ja wirklich überarbeitet, ist jetzt der Südseekönig wegen des N-Worts. Auch das ist etwas Diskussion und deswegen ist Pippi Langstrumpf unter Druck. Und ich glaube, dass viele Eltern sich auch da beeinflussen lassen, durchaus von solchen Diskussionen, weil sie eben interkulturell sensibel erziehen wollen und deswegen dieses wunderbare Kinderbuch, wie ich finde, was wirklich eine der stärksten Kinderfiguren überhaupt ist, auch natürlich historisch verankert. Man könnte da auch Vorbilder nennen, deswegen vielleicht weniger lesen, aber natürlich wird Pippi Langstrumpf nach wie vor gelesen. Und interessanterweise glaube ich, dass Kinder solche Bücher auch ganz anders lesen als Eltern oder Erwachsene und ich weiß nicht, wie Erzieherinnen und Erzieher hier unter uns sitzen, die natürlich dann nochmal einen anderen Blick auf diese Bücher unter Umständen werfen. Ich habe Pippi Langstrumpf als Kind gelesen und für mich war der Vater vollkommen klar, der war für mich schwarz. Ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein weißer Mann ist, der ein schwarzes Volk in irgendeiner Art und Weise
beherrscht, das war für mich klar, weil er aus dieser Insel kommt, muss der schwarz sein. Ich habe das überhaupt nicht reflektiert. Und ich glaube, dass Kinder einfach ganz bestimmte Bücher auch anders lesen. Vielleicht noch eine Nachfrage zu den Büchern. Also eigentlich, oder beziehungsweise vielleicht fange ich nochmal anders an. Wie oft lesen Sie dann Pippi Langstrumpf oder lesen Sie Pippi Langstrumpf immer noch ab und zu mal? Schauen Sie mal rein, Sie selber. Sozusagen diese Kindheitserinnerung oder diese Kindheitserfahrung nochmal aufzufrischen. Also ich lese zum Beispiel alle paar Jahre Krabat. Ja? Weil ich weiß jetzt gar nicht warum, aber ich finde es einfach irgendwie, es macht mir Spaß, es versetzt mich zurück in die Kindheit, es ist eine tolle Geschichte. Also erstens die persönliche Frage, lesen Sie einfach viele Bücher und sollten Erwachsene bei Kindern Bücher lesen? Ja, ich lese unglaublich viele Kinder- und Jugendbücher. Das bringt mein Beruf mit sich, allerdings keine Klassiker. Ich lese einfach aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. Das ist sozusagen Teil meines Jobs. Und wenn man das Tag ein, Tag ausmacht, passiert es schon, dass man sich sehr freut, wenn man mal was anderes liest. Um auch da die Differenz zu spüren. Aber natürlich lese ich sehr aufmerksam. Ich komme nicht dazu, ältere zu lesen. Ich habe das, als unser Sohn klein war, natürlich, da habe ich die ganzen Klassiker wieder gelesen. Ich habe das bei Astrid Lindgren tatsächlich mal getan, verschiedene Auflagen verglichen, um zu sehen, wie die Sprache sich ändert. Hier ist es auch eine Übersetzung bei Astrid Lindgren. In dem Falle war das oder du. Und es ist ganz interessant, es ist ja nicht nur die interkulturelle sozusagen Sprache, auch gendersensitive Überarbeitung, sondern es wird heute viel schneller erzählt. Das heißt, Landschaftsbeschreibungen werden gekürzt, Sprache, ganz bestimmte Worte, Knorke, nutzt zum Beispiel Erich Kästner, Knorke, weiß kein Mensch, was das ist heute, sagt man nicht mehr. Wobei Erich Kästner muss genau verstehen, weil das ist, wir haben ja nicht die Erbengemeinschaft dahinter, das ist einfach Tabu, da wird nicht angehört. Aber sonst kann man das sehr schön sehen, wie die verknappt wird, wie immer mehr auf die Handlung fokussiert wird, weil die Kinder heute nicht mehr, oder man meint es vielleicht seitens des Verlages, das könnte man in Frage stellen, offenkundig nur noch auf Handlung lesen und dann so schöne Beschreibungen von Landschaften, von Personen und so weiter immer mehr verknappt werden. Also das ist schon so jetzt die Frage, ob Erwachsene Kinderliteratur lesen sollten, Jugendliteratur lesen sollten. Ich würde einen soll gar nicht sagen, natürlich können sie es. Es ist ein Gewinn, sie sollen vor allem oder können vor allem, auch wenn sie Enkelkinder haben, wenn sie Kinder haben, werden sie Bücher lesen. Es gibt ganz großartige sogenannte All-Age-Literatur, das sind Kinderbücher, die sich an alle richten, die einfach einen Subtext haben und da haben Erwachsene Freude dran und Kinder ihre Freude dran. Also insofern, natürlich ist Kinderbuchliteratur Teil, sagen wir mal, dieses großen Organismus Literatur. Eine Frage an den Spezialisten für Gelassenheit. Ist dann, also ich habe jetzt gerade noch mal so drüber nachgedacht, warum lese ich so gerne ab und zu, ich natürlich nicht ständig, aber die Bücher meiner Kindheit und Jugend, kann das eine Beruhigung sein? Kann das sozusagen Stress abbauen? Ich lese etwas, was ich kenne, ich finde mich in einer bekannten Welt wieder. Kann ich dann so ein Stückchen gelassener, werde ich dann ein Stückchen gelassener durch? Ja, ich wollte einwerfen, eine Bemerkung, eine Fußnote zum Thema Gelassenheit. Natürlich sind Kinder nicht gelassen im Sinne einer ruhigen, zufriedenen Gelassenheit. Das wäre ja furchtbar. Aber was ist denn Gelassenheit? Gelassenheit heißt für mich nicht besetzt sein, von Unruhe, nicht besetzt sein, von Getriebenheit, sondern in Kontakt mit seinem eigenen Inneren sein. Und ich kenne sehr wohl, ich bin auch genauso oft in Situationen, liebe Frau Rubner, in der mich meine Frau fragt, sag ich mal, gelassen ist das aber nicht, ja. um Gottes Willen. Aber Gelassenheit heißt, in Kontakt mit sich selbst
ganz bei sich zu sein. Und ich darf Ihnen sagen, da kann man sich furchtbar aufregen und trotzdem im Kontakt mit sich selber sein und ist dann sehr authentisch. Und Kinder, also wenn ich mich zurückerinnere, ich war ein fanatischer Karl Heilig. Fanatisch. Ich habe alles von dem gelesen. Und es waren erregteste Diskussionen, wann das Licht ausgemacht wird. Und das hatte nichts mit Gelassenheit zu tun im Sinn von laissez-faire oder lass gut sein oder gar in Richtung Fatalismus, sondern es war ein ganz Aufgehen in dieser Welt, die übrigens wunderbare Landschaftsbeschreibungen über viele, viele Seiten enthielt, die ist ein ganz Aufgehen darin. Und das halte ich schon, ich glaube, dass es eine alterskonforme Gelassenheit gibt. Und die kann bei Kindern sehr revolutionär und aufgeregt sein. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die mir dazu jetzt einfallen. Das bei sich sein. Ich glaube, dass Kinder, wenn sie im Spiel sind, sind sie zum Beispiel versunken. Wenn man liest, ist man versunken. Man vertieft sich in ein Buch. Es ist eine Hingabe, Lesen ist eine Hingabe. Das ist auch ein sinnlicher Prozess. Lesen kann auch Leseglück bereiten. Und in dem Moment steigt man irgendwie auch ein bisschen aus sich raus. Aber dieses, dass man plötzlich erregt ist, weil man es nicht ausmachen muss, das kennen viele Leser von uns. Das liegt einfach daran, dass man hinausgezogen wird aus diesem besonderen Erlebnis, was Lesen ist. Und Lesen ist eigentlich ein Prozess mit einer ganz eigenen Zeitlichkeit. Und Lesen ist eine Kulturtechnik, die nicht vergleichbar ist mit Fernsehen gucken, mit ins Theater gehen etc. Also insofern ist das Lesen per se natürlich schon, wenn man diesen Begriff Gelassenheit bei sich sein, beziehungsweise auch Hingabe, das ist etwas, was Lesen immer bringt, was meiner Ansicht nach. Das andere ist, dass ich glaube, dass Kinder eine andere Fähigkeit oder einen anderen Sinn für Glück haben, als wir Erwachsene, auch wenn sie schon Unglück erlebt haben, weil sie einfach den Leben noch vor sich haben. Und man sieht, dass Kinder, selbst wenn sie schlimme Dinge erleben, dennoch diese Stärke besitzen, auch Glück zu empfinden. Und auch das, was man als kindliche Autonomie, also diese Eigenständigkeit der kindlichen Welt, sich, die wir ja verlieren irgendwann, oder wir verändern uns ja, das mag man vielleicht als solche Insel der Gelassenheit bezeichnen. Das ist aber dann eine Haltung, die man, das ist vielleicht einfach ein Moment des Bei-sich-Seins. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das viele Kinder erleben könnten, aber Realität ist halt auch, dass in diesem kindlichen Alter viele Traumatisierungen stattfinden, seien sie von außen, seien sie von innen, die einen dann, also in der Gestaltpsychologie würde man sagen, als offene Gestalten doch sehr lange im Leben begleiten können. Und ich kann nur wünschen, dass möglichst viele Kinder durch das, das ist ja ein besonderer Vorgang, das Lesen. Wenn ich etwas sehe, bilde ich mir in meinem Kopf die Wirklichkeit, die über meinen Sehnerv etc. entsteht. Also ich mache ein Bild in mir. Wenn ich lese, fängt ja das Sehen. Ich sehe das ja nicht, was ich lese, sondern ich muss das noch dazu erfinden. Das heißt, also wie mag es in dem Zimmer aussehen, das da beschrieben wird? Sehe ich ja nicht. Also ich habe eine doppelte Kreation im Kopf zu leisten und das führt natürlich dazu, dass ich besonders, wie du gerade gesagt hast, versunken werde. Denn ich muss mich noch mehr in mich hineinbegeben, um das leisten zu können. Die Außenwelt wird noch unwichtiger, als wenn ich was sehe. Ja, ich, ja, schon richtig, aber ich kann natürlich nur in mir ein Bild einer Figur, einer Landschaft, einer
auf eines Erlebnisses, eines Ereignisses finden, wenn ich in irgendeiner Art und Weise schon eine Erfahrung habe. Das heißt, als Buch, als Leser hat man immer das Gespräch mit dem, was man sieht, und jeder liest dann anders. Und wenn ich ein Buch gelesen habe, bin ich auch ein veränderter Mensch. Jedes Lesen verändert einen, und es gibt auch den Spruch, sag, wenn du liest, dann weiß ich, wie du lebst. Und das ist tatsächlich etwas, das dieses Lesen als Vorgang, als Prozess mit der eigenen Zeitlichkeit, mit dem, mit dem Herstellen sozusagen der Anverwandlung dessen, was man da liest, das hat einen großen Zauber. Bedeutet aber auch, man braucht Zeit dafür, man muss sich auch manchmal anstrengen. Lesen ist nicht nur einfach, sondern man muss sich anstrengen. Und das ist etwas, was unter Umständen verlustig ist. Problem der Verfilmung. Ich wollte noch einen Gedanke zu dem, was Sie gesagt haben, zur Traumatisierung sagen. Ich meine, letztlich klar ist, da können natürlich Bücher helfen, sich in eine gewissermaßen andere Realität zu katapultieren. Es funktioniert natürlich nur bedingt. Ja. Ich kann natürlich nicht sozusagen schweren Traumata entgehen, indem ich mich in eine irreale oder imaginierte Welt mit Hilfe von Büchern bringe. Aber ich denke, das kann schon Kindern helfen, über den Schmerz hinwegzukommen. Und gut, man weiß natürlich auch aus der Gehirnforschung, dass Kinder sozusagen, klar, was uns als schwere Traumata vorkommen, das natürlich aufgrund ihres Gehirns und auch noch nicht sozusagen festgefahrenen Schmerzbahnen, die sind eben noch nicht sozusagen so festgefahren wie bei Erwachsenen, können das dann leichter wegstecken. Aber Bücher können da natürlich helfen, damit umzugehen. Da würde mich interessieren, Märchen. Märchen haben ja unglaublich verdeckte Inhalte, unglaublich tiefgehende Inhalte. Also wenn man als Erwachsener mal von Hans Jeluschek den Froschkönig liest, eine psychotherapeutische Erklärung dieses Märchens, das letztlich sich auf jede symbiotische Erwachsenenbeziehung übertragen lässt, oder von Robert Bly den Eisenhans, der also dieses alte Märchen des Eisenhanses in die Erwachsenenwelt transformiert, dann habe ich gelernt, dass Kinder ganz gewaltige Konflikte durchaus mit Hilfe von Märchen bearbeiten und bewältigen können. Und das würde mich mal interessieren, wie das die beiden Damen sehen. Sie ist die Spezialistin. Ja, meistens, ich denke über Märchen den Kindern an. Ich glaube, also ich liebe Märchen, ich glaube auch an die wirklich Kraft von Märchen. Die Märchen sind immer auf der Seite eigentlich der Kinder. In Märchen ist es immer so, dass die Schwächsten oft diejenigen sind, die siegen, und die Kinder sind oft die Schwächsten. Märchen sind im Grunde genommen so zeitlos und so ungebunden. Man wird keine Landschaftsbeschreibung mit Märchen verbinden. Man findet nicht mal Namen, man lässt nur einen Namen. Das sind einfach im Grunde genommen innere Ereignisse, die dort geschildert werden. Und zwar ist alles auf die Handlung fokussiert. Und was in Märchen in der Regel passiert, dass Ablösungsprozesse beschrieben werden, die immer glücklich enden. Das ist immer, und diese Ablösungsprozesse, das ist das, was Kinder ja lernen müssen. Ablösen, das Abnahme von den Eltern. Und das wird passiert in den Märchen. Und die Ohnmachtsgefühle, die Kinder natürlich haben, das sind immer die Schwächsten. Und sie haben sich den Eltern, den Lehrern, den größeren Geschwistern und so weiter unterzuordnen. Hier ist die Sympathie bei diesen Schwachen in den Märchen. Das ist das, was ich so großartig finde, dass beispielsweise der Dumme, nicht bestraft, das ist nicht pädagogisch, was da passiert, der Dumme, der kriegt trotzdem am Ende hat er trotzdem ein Glück oder kriegt eine Prinzessin oder wen auch immer. Das finde ich ganz stark. Ganz bestimmte Geschwisterkonstellationen werden da vorgespielt. Und dann ist es nicht der Klügste und der Schnellste und der Fitteste, sondern immer der Jüngste, der dann am Ende
einfach das Glück hat, wir können es jetzt auch ein bisschen flapsig schreiben, hat und deswegen, ich denke, deswegen sind Märchen so ungeheuer bestärkend, gleichzeitig natürlich auch brutal, weil diese Ohnmachtsgefühle, Rachegefühle von Kindern ja in irgendeiner Art und Weise auch ja, bedient werden, indem sie grausam sind. Und damit haben eben Erwachsene oft ganz große Schwierigkeiten, dass sie sagen, das geht gar nicht, die sind so grausam. Aber Kinder lesen es anders, da bin ich von überzeugt. Das glaube ich auch. Ich meine, die Märchen haben ja sowas wie die archetypischen sozusagen Personen, Charaktere, so ein bisschen wie bei den griechischen Tragödien, ja, man sozusagen so das. Das spiegelt sich ja dann ein bisschen wieder und ich glaube auch, dass Kinder aufgrund eben von Märchen eben dann auch lernen, mit Grausamkeit umzugehen oder beziehungsweise zu lernen, dass die Welt eben grausam ist, ja, dass sie wirklich mal zu rufen besteht und dass aber das Gute, sozusagen, das ist ja dann die positive Botschaft, trotzdem sieht. Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Märchen lesen Kinder und heute überhaupt noch? Wie viel lesen Kinder und Jugendliche noch? Was beobachten sie da? Ich meine, wir wissen ja, die Diskussion dauert ja jetzt schon lange an, dass jetzt sagen, unsere Kinder und Jugendlichen nur noch mit den Daumen kippen. Wie gehen Sie damit um? Was beobachten Sie da? Ich glaube, dass Kinder tatsächlich noch lesen. Viele Kinder lesen, allerdings ist es tatsächlich so, dass wir bei Jugendlichen jugendliche Leser verlieren. Und Lesen war ja immer irgendwie gefährdet seit 50, 60 Jahren, das Fernsehen als Konkurrenz etc. Bei den sozialen Medien ist es etwas anderes. Da wird ja auch gelesen und da wird geschrieben in den Medien. Das ist beim Fernsehen nicht so, da schaut man sich das an. Mein Eindruck ist wirklich, ich glaube auch, dass Schule insofern manchmal ein bisschen problematisch ist, als Lesen sehr stark zu einer Leistung wird. Und Lesen ist natürlich keine Leistung, sondern Lesen ist irgendwie Persönlichkeitsbilden. Lesen ist ein Abenteuer, man muss einfach mit rotem Kopf mal einfach nicht mehr aus der Geschichte rauskommen, weil es so wahnsinnig spannend ist. Und dann aber danach zu fragen, wie war das und das. Ich habe es als Kind übrigens auch schon furchtbar gefunden, in der Schule für die Schule Bücher lesen zu müssen, aber das ist oft für die Möglichkeit, überhaupt Bücher zu lesen. Wir beobachten schon, dass Kinder bis, sagen wir mal, 19 teilweise Intensivleser sind. Wahrscheinlich vertragen die sich technisch. Und bei Jugendlichen ist es in der Tat so, wir können das auch im ganzen Jugendbuchbereich beobachten, dass die Programme ausdünnen. Dieser große Fantasy-Boom, es war eine Flut von Fantasy-Büchern, die erschienen sind, das beobachte ich schon ein bisschen mit Sorge und jetzt durch Corona wird man sehen, wie das Ganze doch noch eine zusätzliche Delle bekommt, dass da weniger gelesen werden, aber es gibt, kennen wir ja auch, die Jugendlichen, die intensivst lesen, für die ist das eine Lebensnotwendigkeit, das ist eine Überlebensstrategie geradezu, dass sie lesen können, gerade in ihren Umbrüchen, in ihren schwierigen Situationen, finden sie eben, ist es nicht Flucht, sondern sie finden einfach Möglichkeiten, Leben auch mal anders zu denken, sie können Hoffnung holen aus Büchern. Also insofern wird noch gelesen. Ich finde es ganz positiv, im Moment ein Trend, dass offenkundig die jungen Erwachsenen, die ab 17, 18 jetzt auch das Analoge wieder entdecken, ins Museum gehen und auch anfangen, Klassiker zu lesen. Das finde ich eine ganz schöne Beobachtung. Eine Diskussion, die wir ja auch schon seit ein paar Jahren führen, und da gibt es ja auch relativ, glaube ich, viele Studien dazu, ist sozusagen der Leseunterschied zwischen Jungen und Mädchen, ja, den ich jetzt auch bei meinen eigenen Kindern beobachte. Jungen lesen, ich sage es jetzt mal sehr pauschal, typischerweise lieber Sachbücher. Das heißt, sie lesen gar nicht in dem Sinne,
wie wir es gerade so besprochen haben, das Lesen, um sagen, ganz andere Erfahrungen zu machen, um in andere Welten einzutauchen. Ist das was, was Sie auch beobachten? Wie würden Sie das interpretieren? Natürlich, was stimmt das aus Ihrer Beobachtung? Und wenn ja, wie kann man denn dann Jungen dann mehr dazu begeistern, auch eben diesen Schatz, diesen Erfahrungsschatz, den man beim Lesen von Romanen, Fantasy, Märchen etc. macht. Kann man sie dazu bringen? Es werden die natürlich immer wieder gefragt, Gott, was mein Sohn liest nicht, sagen Sie mal irgendwas. Und dann sage ich irgendwie Steinwürfel, versuchen Sie es mal. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also, es gibt tatsächlich nach Studien den Unterschied, dass Jungs weniger lesen, Sachbücher lesen. Ich glaube übrigens, dass das früher nicht sehr viel anders war als heute. Dass man vielleicht da genauer hinschaut und Mädchen mehr lesen. Ich habe da kein Rezept für. Also im Grunde genommen glaube ich auch, dass nicht jeder Mensch lesen muss. Also das gibt ja jetzt, ist zwar schön, dieses Abenteuerlesen, und ich kann mir nicht vorstellen, ohne Lesen einen Tag zu verbringen, aber es gibt im Moment 20% an jungen Menschen, die gar nicht lesen. Das ist eine erschreckend große Zahl, also die gar keine Bücher lesen. Und man kann, ich glaube, das ist wichtig, Angebote wie die einer Bibliothek arbeiten, da sind Bibliotheken gefragt, durch Literaturvermittlung, auch gerade Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten aufwachsen, wo es gar keine Bücher gibt und es ist, wo einfach auch gar kein Verständnis für das Lesen da ist. Da sind Bibliotheken beispielsweise mit Literaturvermittlung, mit Workshops, mit Lesungen von Autoren, können Türöffner sein. Das ist im Grunde genommen dann auch unsere Aufgabe, dass wir versuchen, Kinder und Jugendliche ans Lesen heranzuführen und durch verschiedene auch Konzepte, literaturpädagogische Konzepte, und da arbeiten wir auch digital. Und wenn wir dann in einer Klasse, und das gelingt immer mal wieder, 3, 4, 5 Kinder erreichen, die plötzlich doch sagen, wir haben gerade, wenn sie ganz klein sind, noch keinen Zugang zum Lesen gehabt und wir erwischen, die wir erreichen, dann ist das ein großer Gewinn. Also ich glaube, da muss man einfach wirklich literaturvermittelnde Institutionen und Schule natürlich ist auch wichtig. Das sehr gute Deutschlehrer können auch sowas, so eine Rolle spielen, dass sie Kindern plötzlich die Welt des Lesens eröffnen. Du hast vorhin aus der Gründungszeit der EOB, also diese Education-Idee, über die Kinder dieses kaputte Deutschland wieder in eine Welt zu führen, der Demokratie, wie es damals beabsichtigt war, genannt. Also es geht darum, durch diese Internationalität auch mehr Verständnis in die Gesellschaft für Diversität und Vielfalt zu bringen. Inwieweit spielt heute die internationale Kinder- und Jugendliteratur hierbei eine echte Rolle? Das müsstet ihr in der IOB ja wirklich sehen können. Ja, eigentlich ist es natürlich unsere Kernaufgabe, und das auch das Beglückende und Bereichernde unserer Institution, dass wir Bücher in Originalsprachen aus vielen, vielen Ländern sammeln. Das heißt, wir sammeln das, was nicht selbstverständlich übersetzt wird. Unsere Kinder bekommen ja nur das, was auf dem Markt in Übersetzungen verfügbar ist. Und das ist der deutschsprachige Buchmarkt, muss man sagen, ist vergleichsweise international im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das hat übrigens auch mit dieser Nachkriegszeit in ihrer Ländern zu tun. Das ist der Anfang, dass man sagte, das ist narrativ geradezu. Die Kinderliteratur muss international sein, weil sie eben diese weltoffene, friedliche Haltung bei Kindern fördern soll. Das ist eigentlich bis heute etwas, was selbstverständlich eigentlich ist, wenn man im Bereich der Kinder- und der Jugendbuchbranche arbeitet. Gleichwohl ist das, was übersetzt wird, sehr stark aus dem amerikanischen und englischsprachigen Raum kommend und nicht wirklich das, was wir sehen. Dass man es aus Japan beispielsweise, ist es ganz, ganz schwierig, sehr selten, weil die Ästhetik eine andere ist. Es gibt auch praktische Gründe, das Übersetzen ist etwas schwieriger.
Es gibt aber da durchaus Berührungspunkte oder Berührungsängste, weil es dann doch zu fremd ist. Oder aus Lateinamerika, das Arabischsprachige ist komplett nicht vorhanden. Und da, das ist dann unsere Aufgabe, weil ich glaube, man kann natürlich mit Kinderbüchern auch Integration in unserer Gesellschaft oder für den Zusammenarbeit arbeiten, dass wir dann diese, gerade diese Bücher, wenn wir sie gut finden natürlich, nur, also wenn wir davon überzeugt sind, dass wir sie vorstellen, dass wir die Autoren einladen, dass wir vor allem auch Illustrationen zeigen. Es gibt außerdem, was ihr in den Buchhandlungen, in den Schulbibliotheken und so weiter kennt, das magische Baumhaus und die Schule der magischen Tiere, diese ganzen Bestseller, das ist ein relativ kleines Repertoire, was gelesen wird. Es gibt ganz, ganz Großartiges anderes zu entdecken. Und das ist vielleicht auch von deinem Sitznachbarn, der jetzt aus Brasilien kommt und der diese Bücher kennt. Und das sind so ganz kleine Puzzlesteine, glaube ich, Puzzlestückchen, mit denen man dann was bewegen kann. Da würde ich ganz gleich gerne nachhaken. Also eins der erfolgreichsten Bücher weltweit ist ja Harry Potter. Ist denn das jetzt etwas, was dann auch verbinden kann? Ist dann jetzt sozusagen, wenn Kinder auf der ganzen Welt das gelesen haben, schafft das irgendeine Art der Verbindung? Ich meine, es schafft ja in dem Sinn kein Verständnis für irgendwie ein anderes Land oder einen anderen Kontinent, weil es in einer ganz anderen Welt spielt, aber schafft das sowas wie eine Gemeinsamkeit oder kann das passieren? Erstmal ist Harry Potter natürlich, muss ich jetzt mal widersprechen, das ist ja mehr als Fantasy, das ist ja auch Bildungsroman, das ist ein Schulroman, Internatroman, hat natürlich ganz, ganz starke Bezüge zur Geschichte, zur Realität, zu totalitären Strukturen und so weiter. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Serienreihe abgeschlossen. Nein, aber das ist ein sehr gutes Beispiel für den globalen Kinderbuchmarkt. Das ist ein globaler Bestseller, so wie wir globale Popstars haben, ist das auch so. Und wenn wir uns erinnern, dann kommt der neue Harry Potter rauf und die Buchhandlungen werden gestürmt, dann sind die abends vorher schon und warten darauf, dass sie endlich dort in die Buchhandlung kommen. Dann ist das natürlich ein globales, verbindendes Phänomen. Aber Harry Potter ist in den 90er Jahren. Wir haben noch in den 90er Jahren, das ist die Generation noch nicht der Digital Natives. Die Harry Potter, die letzte Generation, und da ist es noch möglich gewesen. Und das ist auch die goldene Zeit der Kinder- und Jugendliteratur. Die 90er Jahre, 80er, 90er Jahre, auch die beginnenden 2000er Jahre sind ganz großartige Titel, auch literarisch anspruchsvolle, erschienen. Jetzt sieht man seit 10 Jahren schon eher den Druck gesellschaftlicher Art, dass man also vorsichtiger sein muss, was ganz bestimmte Themen angeht, aber auch die Medienkonkurrenz, die es schwieriger macht. Aber ich glaube, das ist dieses globale Phänomen, das ist ein globaler Bestseller gewesen. Also das heißt im Grunde, das war der letzte globale Bestseller? Das würde ich nicht sagen. Tribute von Panem kam später noch, aber Harry Potter wird heute, es hat gerade eine Stunde wieder gezeigt, Harry Potter wird heute nach wie vor selbstverständlich gelesen, das ist ein Klassiker. Ich bin noch bewegt von einem Thema, mit dem wir uns ja in unserer Aufgabenstellung gern befassen. Wie bringen wir auch an gestresste, getriebene Menschen, Erwachsene mehr Gelassenheit haben. Und ich habe mich entdeckt bei dem Wunsch, jetzt endlich mal wieder die unendliche Geschichte zu lesen. Und ich habe mich entdeckt, wie viel Freude ich habe mit meinem Enkel, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mir anzuschauen. Und muss sagen, das waren mit die gelassensten Stunden, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Also inwieweit kann man auch wirklich erwachsenen Menschen raten, sagen, denk doch mal an die Bücher deiner Jugend und geh mal an den Schrank und hol eins raus.
Mir fehlt da ein Zitat ein von Ortega y Gasset, den kennen viele wahrscheinlich nicht mehr, ein spanischer Soziologe, Philosoph. Und der hat einmal gesagt, der beste Mensch ist nicht der, der niemals Kind war, sondern der beste Mensch ist derjenige, der den Reichtum der Kindheit in sich bewahrt hat. Und wir haben ja vorher über diesen Zeitraum Kindheit, das Glück von Kindheit, Gelassenheit, bei sich sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Erinnerung an Kindheit, auch noch eine etwas heile Welt. Und insofern glaube ich, dass die Lektüre von Kinderbüchern, wenn man sie jetzt nicht so wie ich professionell andauernd konsumiert, vielleicht ein Stückchen Kindheit auch nochmal zurückbringen kann und dann auch diese Hingabe Selbstvergessenheit, von der wir sprachen. Und Kinderbuchautoren sind da auch dankbar, wenn sie irgendwie dieses ewig Kindliche in sich bewahrt haben und es schaffen, darüber zu schreiben. Das können viele nicht, dann sind es auch keine guten Kinderbücher, aber dieses ewig Kindliche in uns, eine große Stärke. Und ja, vielleicht mal, was sagst du ja immer, in sich hineinspüren und dieses zu finden, vielleicht kann man dann auch so etwas wie Gelassenheit, wenn man sie auch mit kindlichem Glück verbindet, finden. Ja. Sehr schön. Wir nehmen jetzt dann nach diesem Abend gleich nochmal unsere Kinderbücher, falls wir sie noch haben, zur Hand und überlegen uns, welches wir am liebsten lesen würden, auch ohne Englisch. Und jetzt sind Sie dran. Erstmal herzlichen Dank an Sie beide für diese Gedanken. Die Compliance, das Compliance war schon beides jetzt. Danke erstmal für das formelle Panel. Ja, wer traut sich zu eröffnen? Ja? Marc, Sie kennen es, wir wollen diskursethisch unterwegs sein. Ich sehe unsere Stammgäste, eine sichere Bank. Wunderbar, wir wollen in den Austausch kommen. Ich wechsle die Serviette jetzt. Also als schwarzer Mensch habe ich große Probleme damit, dass mir jetzt überall die Mohren abgeschafft werden sollen. Ich finde nämlich, dass das meine Identität. Identifikationsfigur und Bücher, auch Märchen, haben ja immer die sogenannten Identifikationsfiguren. Und ich fände es unheimlich wichtig, dass man zum Beispiel in Jim Knopf den kleinen Jungen rettet, weil der ja auch international verbindet. Wir kommen endlich irgendwo vor und haben zusammen eine gute Rolle. Ich meine, warum sollen wir uns denn da noch abschaffen? Ja? Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Es freut mich insofern, dass natürlich Jim Knopf auch enorm unter Druck ist. Und es gibt wirklich Schulen und ja, es gibt auch einen Trend, Jim Knopf wirklich zu, insofern zu zensieren, als man ihn aus dem Regal der Schulbibliothek und so weiter hinaus nimmt, auch in den Buchhandlungen übrigens. Wenn das kann sein, wir verkaufen das nicht, das ist uns zu rassistisch. Und das Problem ist bei solcher Lektüre, dass nur noch an der Oberfläche gelesen wird. Und bei Jim Knopf gerade ist es ja so, dass Jim Knopf sich dann zusammentut mit einem chinesischen Mädchen. Und diese Idee, ganz am Anfang sprachen wir von dieser Weltkindergemeinschaft, die Republik der Kinder, genau diese Idee ist die von Jim Knopf. Und am Ende hat man diese Vision, dass Kinder aus verschiedensten Ländern wie in einem, auf in so einer Friedensinsel leben. Also insofern ist das wirklich dieser Gedanke einer weltumspannenden, gleichen, freien Gesellschaft. Jeder respektiert den anderen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie das sagen. Danke. Ich darf Ihnen ganz kurz einen Schwank erzählen. Ich habe heute, wir sind mitten in der Vorbereitung zur Wirtshauswiesen. Und da gibt es das Café Mohrenkopf. Und ich habe heute mit den Menschen gesprochen, die das Café Mohrenkopf, die feiern eigentlich dieses Jahr 50-Jähriges. Und jetzt haben wir überlegt, zusammen was hier im Café Lupold machen, mit dem Café Mohrenkopf. Und die sagen, wir kriegen so viele böse Zuschriften, tun sich das nicht an, arbeiten sie nicht mit uns zusammen. Dieser Name ist leider nicht mehr zu gebrauchen.
nach 50 Jahren. Also insofern, tausend Dank, ich werde es erzählen, es wird sie wieder aufbauen. Danke. Ich komme übrigens auch rauf, ja, wenn da oben eine Frage ist. Aber jetzt haben wir hier die nächste. Danke, ich wollte auch noch mal was sagen zu dieser vermeintlich pädagogischen Aufgabe der Kinderliteratur. Das, was Jella Lettmann in diesem kaputten Deutschland gemacht hat, war natürlich eine erzieherische Aufgabe. Aber daraus zu folgern, dass die Kinderliteratur sozusagen ein Teil der Pädagogik ist, ist ein ganz großer Unsinn. Die Kinderliteratur ist ein Teil der Literatur. Und deswegen nochmal zu dieser, ich finde, unsäglichen Jim-Knopf-Diskussion, dass irgendeine Lehrerin in Hamburg sich hinstellt und Jim und Michael Ende sagt, er wäre rassistisch. Das ist einfach eine total dämliche Meinung, die das überhaupt nicht. Und jetzt nochmal der Vergleich zur Literatur. Wer selbst stellt sich denn hin und sagt, ja, wir müssen jetzt mal Heinrich Böll umschreiben oder Spätlenz oder Goethe? Das ist eine Zumutung. Die Kinderliteratur ist Literatur und die ist so geschrieben worden, wie sie in ihrer Zeit geschrieben worden ist. Sie ist kein pädagogisches Instrument. Wenn ich noch was sagen darf zu der immer wieder wiederholten Äußerung, die Kinder lesen nicht mehr. Es stimmt einfach nicht. Lesen wie die Studien. Die Studien zeigen, dass das Lesen eine ganz stabile Sache ist, mit einer Ausnahme, das hat Christiane Rabe gesagt, bei den Jugendlichen kriselt es jetzt. Das hat nochmal spezielle Gründe. Aber seit Jahrzehnten hören wir uns das an, dass nicht mehr gelesen wird. Die Klage ist so alt wie Platon. Sie hat noch nie gestimmt. Und noch, wenn ich noch eins draufsetzen darf, wir haben eine Corona-Krise mit Wirtschaftskrise. Die Buchbranche ist davon betroffen. Die einzige Teilbranche dieses gesamten Buchgeschäfts, die die ersten Monate dieses Jahres mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr durchgestanden hat, ist die Kinder- und Jugendbuchbranche. Die einzige. Und das mal nur dazu, dass wir da irgendwie so eine arme kleine Ecke sind, um die man sich rühren kümmern muss. Und wir sind, es ist auch eine gegenwärtige Branche. Es erscheint so viel schlechte, aber auch gute Kinderliteratur wie nie zuvor. Ja, herzlichen Dank. Das ist richtig, ich habe das auch gehört, dass die Kinderliteratur, Jugendliteratur, dass sie sehr gut aus der Krise hervorgegangen ist, es freut mich. Und vielleicht noch ein Wort zur Kinderliteratur, wir sprachen über Kinder. Es erscheint im Moment so viel Interessantes, Schönes, Spannendes an neuer Kinderliteratur, an Kinderromanen, was weitaus interessanter ist als das, was im Bereich der Jugendliteratur erscheint. Da wird gespielt mit dem Abenteuerroman, da wird mit Mythen, mit Sagen gespielt, mit Märchenstoffen gespielt, da wird mit Sprache gespielt, es werden aber auch historische Stoffe in einer neuen Art und Weise aufgegriffen. Mir macht es mittlerweile weitaus mehr Spaß, Kinderbücher zu lesen im Moment, weil wirklich sehr fantasievolle und tolle Bücher entstehen. Also insofern lesen Sie Kinderbücher, und zwar nicht nur Krawatt, aber auch den oder Pippi Langstrumpf, sondern durchaus wirklich neue Abenteuerliteratur. Es lohnt sich. Mich würde mal interessieren, ob diese merkwürdigen Befindlichkeiten ein deutsches Problem sind oder ob das auch international so ist, dass man so überreagiert auf rassistische Geschichten, angeblich rassistische Geschichten. Das wäre das Erste. Und das Zweite, was mich sehr beunruhigt hat, ich habe heute von einem der größten und ältesten Verlage gesagt bekommen, dass die Bücher genau für 12 Millionen Menschen gemacht werden in diesem Land, in Deutschland. Also 12 Millionen Menschen lesen Bücher. Das hat mich doch sehr irritiert. Also das ist die Marktforschung und da spielen gewisse Dinge dann keine Rolle. Zum Beispiel, also das seien alles besser gestellte Leute, wo man zum Beispiel nicht
festgemacht werden kann an Einkommensgeschichten etc. Ich weiß nicht, wie das im Kinderbuchbereich ist, ob das da völlig anders ist, aber die Zahl hat mich schon erschreckt. Also ich denke, dass da schon was dran ist an diesen 12 Millionen. Vielleicht zu der ersten Frage. Das kommt tatsächlich aus Amerika. In Amerika ist das schon sehr weit vorangeschritten. Da sind wirklich Kampfsäuer zum Beispiel ist verboten. Das gibt es in keiner Schulbibliothek in Amerika mehr. Das ist mein wirklich sehr geliebter, wie heißt er gleich? Tom Sawyer, nein, das mag ich mir jetzt nicht ein. Aber es ist jedenfalls so, dass da sehr, sehr stark zensiert wird im Bereich des Bilderbuches. Das weiß ich selber von Illustratorinnen und Illustratorinnen, die ich kenne. Wenn ein Kind nackt dargestellt wird, geht nicht, da muss dem Kind eine Hose im Rock angezogen werden, sonst wird es nicht gezeigt. Das heißt, die Prüderie, aber auch wirklich die PC-Normen, die sind ganz, ganz stark. Und auch diese ganzen Diskussionen, die wir haben, die kommen von dort. Und vielleicht nur eine Anekdote dazu, weil es wirklich geradezu absurd ist, die Kinderbuchbrücke, die erscheint jetzt, ist die Lebenserinnerung von Jella Leppmann, das ist wie ein Abenteuerroman, die ist eine hervorragende Erzählerin, also es lohnt sich das zu kaufen, ich mache da jetzt ein bisschen Werbung zu, nicht weil es da um die Gründung unserer Bibliothek geht, Klammer auf natürlich auch deswegen, aber vor allem, weil sie wirklich sehr lebendig schreibt, wie sie als Frau, als Exilantin, als Jüdin in dieses zerstörte München kommt mit braunen Strukturen und wie es ihr gelingt, sich hier durchzusetzen, diese Ausstellung zu machen, Bibliothek zu gründen. Also es ist eine wirklich lesenswerte und bis heute aktuelle Lektüre. Und natürlich schreibt sie auch von ihren Begegnungen in Amerika mit den Kindern und da kommt auch, dass sie da ein Negerkind sieht und ein Chinesenkind sieht und einen arabischen Buben sieht und so weiter. Ich musste wirklich durchsetzen, dass wir diesen Text nicht überarbeiten, weil auch ihr Rassismus vorgeworfen wurde. Ich sage, Sie haben das überhaupt nicht kontextualisiert gelesen. Jella Leppmann verfolgt, die wird jetzt rassistisch nicht überarbeitet. Das andere, was Sie sagen, sind 12 Millionen, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, welche Zahlen das sind, ich kann das auch nicht verifizieren. Ich glaube, es gibt natürlich ein Bildungsgefälle beim Lesen. Und wie gesagt, das sagte ich vorher schon, es ist wirklich Aufgabe von Schule und von Bibliotheken, gegen dieses Bildungsgefälle anzuarbeiten, dass wir auch die Kinder erreichen, die Kinder an Literatur heran und an Bücher, an Lesen heranführen, die einfach von zu Hause aus diese Möglichkeiten nicht haben. Aber das gibt es ja, die Zahlen kann ich nicht zusammen. Ich traue mich jetzt ganz kurz zwei Fragen zu stellen zwischendrin. Wir haben überhaupt nicht über Hörbücher gesprochen. Ich hab Kinder, die mit einer französischen Frau bei mir zu Hause, also das sind nicht getrennt, aufwachsen. Und mir geht es immer um Kanon. Und die sind in der französischen Schule und die sagt, also gibt es einen internationalen Kanon von Kinderbüchern und helfen Sie mit, den zu etablieren. Weil ich muss leider feststellen, dass es, mag jetzt ein französisches Problem sein, durchaus auch einen Kulturimperialismus gibt. Sprich, deutsche Kinderbücher spielen keine Rolle im französischen Schulsystem, selbst wenn die Schule in München situiert ist. Also erste Frage, haben Sie da irgendwie Einfluss? Was ich schön finde, ich habe jetzt nebenbei Demian für meine 16-Jährige bestellt, mein Lieblingsbuch eine Zeit lang, und die Detektive für meine 9-Jährigen. Und was habe ich für die 13-Jährige bestellt? Fällt mir gleich wieder ein. Weil ich dachte, ich muss da jetzt aktiv werden. Und zweite Frage, wenn ich mit den Hörbüchern eingestiegen bin, Social Media findet ja ab einer bestimmten Altersstufe nur noch mit Audionachrichten statt. Sie haben zwar gesagt, die schreiben, aber ich glaube, das ist ein Trend, der schon wieder vorbei ist. Also die hören nur noch und sprechen. Also ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen, dass das Schreiben und damit auch das Lesen tatsächlich, selbst wenn weiter Bücher gekauft werden, aber das Kaufen alleine, ich spiele auf den Herrn da hinten an, hilft ja nichts. Die müssen ja auch gelesen werden. Also insofern, glaube ich, gibt es einen immer größer werdenden Gap zwischen dem Impetus, Bücher zu kaufen, wo ich mich auch dazu zähle,
Aber das Lesen danach, das kann man halt so schwer nachprüfen. Also erstens internationaler Kanon, zweitens Hörbücher und der Schwank, um das zu verbinden, ist, als ich diese Bücher gerade gekauft habe über Amazon natürlich, nein, waren die ersten 10 Treffer, als ich Bibi Langstrumpf eingegeben habe, keine Bücher. Das waren DVDs, Hörbücher, Puppen und irgendein anderer Schmarrn. Das erste Buch war an Platz 11. Buch auf Platz 11, wenn man Bibi Langstrumpf eingibt. Verrückt. So ist das. Gut, viele Fragen. Was den Kanon angeht, liegt es, würde ich jetzt einfach mal vermuten, daran, dass man auch im deutschsprachigen Unterricht deutschsprachige Autoren zum Kanon macht und nicht Übersetzungen, was ein bisschen absurd ist im Bereich der Kinderliteratur. Und so wird es vielleicht in Frankreich auch sein. Definitiv ist der französische Markt nicht sehr offen, was Übersetzungen angeht. Auch der deutschsprachige Markt ist für das Französische im Bereich der Kinderliteratur auch nicht so offen, muss man auch sagen. Da ist früher mehr eingekauft worden, als man es heute tut. Also insofern sind diese beiden Märkte beide nicht, das ist in zum Beispiel in Amerika oder in andere englischsprachige Länder ist es wesentlich intensiver. Aber ich vermute, der Kanon hat damit zu tun. Ich finde es immer mit dem Kanon ein bisschen schwierig. Bei uns im Schulunterricht wird zum Beispiel immer noch, damals war es der Frisch gelesen, das ist ein Buch, ich glaube erschienen 1960, 62, ich weiß es nicht ganz genau, und das wird dann für Kinderliteratur und Nationalsozialismus gelesen. Es gibt so wahnsinnig viel Aktuelles und ich würde mich freuen, wenn man eben diese, das ist ja eine Verfestigung auf einen Kanon, wenn man es nicht macht, sondern wenn man regelmäßig neue, spannende, auch preisgekrönte Bücher in den Unterricht bringt und egal, ob sie jetzt deutschsprachige Autoren oder französischsprachige in dem Fall sind, sondern auch mal jemanden aus Polen oder aus Spanien oder aus Afrika. Es ist wahr, also das Tippen in WhatsApp, darauf haben Sie angespielt, dass man einfach sehr viel mehr Sprachnachrichten einfach schickt und damit das Schreiben wieder verloren geht. Ich weiß auch, Hörbücher spielen, glaube ich, keine wachsende Rolle, also jetzt im Bereich des Konsums von Kinderliteratur. Ob das jetzt wirklich letztendlich eine Rolle dafür hat, ob man mehr oder weniger Bücher liest, ich kann das nicht beurteilen. Also ich denke trotzdem, dass es stabil die Kinder gibt, die lesen und trotzdem ihr WhatsApp haben, ihre Streamingdienste und so weiter. Da können wir im Moment noch keine Einbrüche sehen, auch wenn die Erwachsenen es kaufen. Danke. Wer traut sich noch? Eine hätten wir noch. Ich nur eine kurze Ergänzung zum Hören. Ich glaube, man darf, ich habe gerade überlegt, darf man Bücher hören? Ja, natürlich darf man sie hören. Ich glaube, sie regen natürlich das Gehirn genauso, also natürlich anders an als das Lesen. Sie haben natürlich den Nachteil, beim Lesen kann ich auch eher mal sozusagen zurückspringen. Da auch, mache ich aber vielleicht beim Hören weniger als sozusagen bei der Schrift. Aber ich meine, ich finde den Trend zum Hörbuch wirklich großartig und ich glaube auch, dass Kinder tatsächlich wirklich das eine oder andere Kind eher dann noch zum Lesen durch ein Hörbuch anregt, als sozusagen als den Schinken in der Hand hält. Ja, da können wir jetzt den Neurowissenschaftler nochmal einbeziehen. Ja, hier ist eine Frage, wunderbar. Sehr gerne. Machen Sie sich nur lustig über mich, aber ich bekomme morgen wieder ganz viele E-Mails. Ich habe eine relativ kurze Frage zum Thema Zitieren und Zensur, nicht Zitieren, Zensur, was Sie angesprochen haben. Wie soll man sich das konkret vorstellen? Also gerade also Jugendliteratur lebt ja von Klassikern. Ne? Wie macht man das jetzt heutzutage? Werden Bücher nicht mehr neu aufgelegt? Werden sie, wenn sie neu aufgelegt werden, werden die dann zensiert, angepasst oder aus den Bibliotheken rausgenommen? Wie funktioniert das? Die werden überarbeitet sprachlich.
Sie werden sprachlich überarbeitet. Das ist der erste Schritt, dass Sie, ich glaube, wir kommen langsam auch an den Punkt, dass Sie wirklich rausgenommen werden aus den Kindergärten. Da war erst vor kurzem, da sprach der Herr Stürre-Kobunge gerade drauf an, in der Zeit ein Artikel, dass wirklich eine interkulturelle Erzieherin durch die Kindergärten sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, und das wird dann aussortiert. Also das kennen wir natürlich aus, wirklich aus totalitären Systemen. In den USA passiert das schon, aber es ist auch ein großer, es gab bei der Überarbeitung von Jim Knopf eine ganz große Diskussion vor 5 Jahren, und zwar in der überregionalen Presse. Verlage wollen, glaube ich, eigentlich nicht diese Diskussion haben, und im Voraus einen Gehorsam wird zum Beispiel unglaublich unsinniges Zeug schon erklärt. Ja? Jetzt haben wir hier den Begriff Indianer, das benutzt man heute nicht, bitte, aber damals irgendwie ist das halt gang und gäbe gewesen, deswegen steht das drin. Also es gibt eine große Vorsicht, und ein Beispiel ist, das zeigt dafür, wie vorsichtig die Verlage schon sind. Es ging um ein Sachbuch, ich hoffe, ich kriege es genau hin, Begriffe DDR und Westdeutschland, ein Kindersachbuch. Und da ging es um den Begriff, glaube ich, Negerkuss und Mohrenkopf. Und da haben sie dann eine Social-Media-Kampagne gestartet und haben einfach mal den Nutzer gefragt, was man nehmen kann. Und das ging so heftig hin und her, dass sie am Ende sich entschieden haben, sie nehmen es gar nicht rein. Und dann haben sie es einfach weggelassen. Also es ist auch eine Vorsicht, weil natürlich Verlage auch davon leben, dass sie verkaufen. Und ehe sie sich diesem Druck und Shitstorm aussetzen, ich habe das auch schon erlebt, dass ich ganz harmlos ein Interview bei Ihnen gegeben habe über Edith, nicht mit Ihnen, sondern bei Ihnen, über Edith Blyton. Und dann wurde ich gefragt, das sei ja sexistisch und überhaupt nicht lesbar. Und dann habe ich, weil ich so gerne als Kind Edith Blyton gelesen habe, gesagt, ich habe das doch auch gelesen, bin weder Sexistin noch Rassistin geworden. Und Sie können sich nicht vorstellen, was Post ich bekam. Natürlich sind Sie es, Sie wissen das nur nicht. Wunderbar, wunderbar. Mir liegt noch ein Thema auf dem Herzen. Diese Geschichte dieser internationalen Bibliothek ist ja traumhaft. Ein Exempel, das eigentlich Schule machen sollte. Ich musste da an Benjamin Barber denken, ein amerikanischer Philosoph, der das Imperium der Macht geschrieben hat, eines seiner Meisterwerke, wo es darum geht, wo er die Politik von George W. Bush im Irak verurteilt und sagt, es kann ja nicht sein, dass wir einmarschieren und unsere Demokratie verbreiten wollen und Verbrechen begehen, als erstes die Museen kaputt machen, anstatt die Museen zu schützen, die Kultur zu schützen und somit auch die Bücher zu schützen. Ist denn diese Idee über Bücher, Kultur zu erhalten, zu retten und auch als Softpower, um in dieser militärischen Sprache zu bleiben, auch einzusetzen, nicht irgendwie heutzutage eigentlich Standard? Müsste sie das nicht sein? Und haben Sie da irgendwelche positiven Nachrichten für uns in diese Richtung? Ja, wenn man eine Bibliothek leitet, glaubt man natürlich an die Buchkultur und man glaubt auch an die weltaufschließende Kraft von Literatur, auch an die integrative Kraft. Das sprach ich ja vorher darüber, dass wir wirklich versuchen, auch die Literatur aus Ländern zu zeigen und bekannt zu machen, die nicht übersetzt werden, damit man auch diese Kinder stärken, dass man in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Vielfalt und den Reichtum dieser Literatur erzeugt. Also ich glaube einfach an ein bisschen an die humanisierende Kraft von Lesen und von Literatur, und dafür sind die Bibliotheken die Orte. Wir werden natürlich auch gefragt, ob wir Bücher aussortieren. Wir tun es nicht, weil wir natürlich auch Wissens- und Kulturspeicher sind. Und das sind wir auch, und wie gesagt, also ich glaube an die Kraft der Literatur. Also kein konkretes Beispiel, das Ihr Modell auch in der aktuellen Zeit umsetzt. Sorry, der Nachfrage, aber also es gibt dieses Beispiel, diese wunderbare Bibliothek, der Sie jetzt vorstellen dürfen, aktuell nicht in irgendeinem Land, das revolutioniert wurde, aktuell.
dass man so eine Bibliothek in Libyen, in Irak, in Syrien oder sonst wo aufgebaut hat. Gibt es so eine Geschichte? Man hat tatsächlich, das war ein Modell, und es ist tatsächlich im Anschluss an dieses Modell weitere Bibliotheken aufgebaut worden. In Japan ist 2002 eine internationale Bibliothek genau nach diesem Modell gegründet worden. Ich habe das mal angeregt. Ich finde das richtig. Es müssen ja nicht so große Bibliotheken sein. In Syrien, in Maghreb und so weiter, nach diesen ganzen IS-Ereignissen, habe ich es irgendwann mal angeregt und gesagt, das müssen wir in diesen Ländern tun. Weil Bücher, ich glaube, ein Leser ist noch nie, oder Lesen macht nicht unbedingt schlechter, würde ich sagen. Ob es jetzt besser macht, weiß ich auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lesen jetzt zu Verbrechen anstiftet unbedingt. Also es hat eine kultivierende Kraft, das Lesen, und deswegen glaube ich, würde ich das immer anregen, weil das Goethe-Institut beispielsweise macht ja genau diese Arbeit vor Ort im Auftrag der Bundesrepublik. Danke. Wir schließen gelassen. Danke für Ihre Fragen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Klatschen Sie! Ich möchte mich ganz persönlich noch bei dir, Christiane, bei dir für deine Ausführungen, für dein enormes, tiefes Wissen um diese Fragen der Kinder- und Jugendliteratur bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre spontane und trotzdem so fachkundige Begleitung heute Abend bedanken. Vielen Dank. Ja, und schon geht es in den Infomententeil. Danke, dass Sie da waren, da sind. Wir sind noch ein bisschen da. Das zweite oder dritte Glas Wein darf konsumiert werden. Aber es geht morgen gleich weiter. Morgen Abend sind wir zwar eigentlich ausverkauft für den einen oder anderen, der das vielleicht gelesen haben sollte, aber das ist ein kleiner technischer Defekt passiert, sage ich unter uns. Es gibt noch ein paar Plätze, wenn Sie das morgen interessieren sollte. Vor einer neuen Völkerwanderung zusammen mit der Evangelischen Akademie Tutzing werden wir empfangen Prinz Ludwig von Bayern, den zukünftigen Chef des Hauses Wittelsbach, der in Afrika lebt und arbeitet, wird morgen da sein mit dem ägyptischen Prinz Aswarossen Aserate, den sicher viele von Ihnen kennen, und es wird über Entwicklungspolitik gesprochen und dem aktuellen Stand auf dem Kontinent, der ja auch mit dem aktuellen Jubiläum, dem fünfjährigen, zu den Ereignissen aus 2015 durchaus Bezüge hat. Und Udo Hahn, der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, wird moderieren. Was mir aber auch von ganzem Herzen ein Anliegen ist, Sie auf nächsten Montag hinzuweisen, weil wir werden Nancy Cunards Negro nochmal vorstellen. Sie kennen es hoffentlich. Sie können nicht, da müssen Sie sich zuschalten. Per Livestream. Ich werde Ihre Frage aus dem Chat laut vorlesen, das sei Ihnen jetzt schon angedroht. Es geht um ein wahnsinnig epochenmachendes Buch, das praktisch die Philosophie der Black Matters, Black Lives Matter Bewegung durchaus mitgeprägt hat. Und es wurde neu aufgelegt und Karl Buckmeier hat das kuratiert, seine Tochter hat es übersetzt, nochmal neu. Und Peter Felixberger vom Monat Verlag wird es mit ihm gemeinsam und Ihnen allen diskutieren, nächsten Montag. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, und nehmen Sie alles Programm mit und erzählen Sie von uns. Bleiben Sie gelassen und schönen Abend.